Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. So, jetzt kann ich es auch nicht mehr abwarten. Jetzt möchte ich endlich zur Andockbucht und mein Schiffchen abholen. Bin so gespannt. Mal sehen, was uns Tan gegeben hat. Es soll was Besonderes sein. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Das ist die Tempest. Sehen wir sie uns mal genauer an. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Sie sind also diejenige, die hier das Sagen hat. Vetra. Vetra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Okay, mehrere Dinge. Erstens, das Schiff sieht wirklich schön aus. Und es war total Gänsehaut-Feeling, wie es angeflogen kam. Es hat mich an damals an die Normandy erinnert. Und ich vermisse die Normandy. Sie war wirklich ein sehr schönes Schiff. Aber ich bin auch jetzt schon gespannt, wie das hier jetzt von innen aussehen wird. Ja. Sie ist mir irgendwie sympathisch. Sie sieht echt cool aus, da mit ihren lila Streifen im Gesicht. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte, ich habe jetzt gerade sogar mal das Spiel neu gestartet, aber es hat nichts gebracht. Irgendwie steht da immer noch, ne, hier diese Dinge davor. Also ich weiß nicht, wie ich das aktiviert haben könnte und wie ich das jemals wieder deaktivieren kann. Vielleicht weiß es wirklich jemand von euch. Ansonsten müsste ich dann doch mal im Internet nachschauen. Ja, verschwinden wir, würde ich sagen. Okay, sehen wir uns den Rest von Helios an. Moment mal, Sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Was ist denn los? Gibt es etwa ein Problem? Stimmt etwas nicht? Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Sie sind mit ihrer Familie hier, oder? Und ihr Sohn ist noch in Stase? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell. Aber er fehlt mir. Ich weiß. Ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. Jo, das ist mir egal. Ich find's echt gut. Beeindruckend. Das gehört zum Job, Pathfinder. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Da hat sie recht. Endlich jemand, der wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. Ja, wie war. Wirklich ein schönes Schiff. Also ich bin echt gespannt, wie es von innen komplett aussieht. Der neueste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung. Und natürlich die Crew. Sie sind die Besten ihres Fachs. Ah, schön, dass es Ihnen gut geht. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche.
aber es läuft verdammt viel ruhiger. Das ist Gil Brody, Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt. Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder natürlich. Suvi Anwar, unsere Wissenschaftsoffizierin. Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse. Sehr gut. Das wird auf jeden Fall ein Abenteuer. Uns steht wirklich etwas Großes bevor, nicht wahr? Das Beste haben Sie noch gar nicht gesehen. Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir startklar sind. Okay. Ich sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Ja, wenn. Noch bin ich allerdings nicht startbereit. Wow, es sieht allein hier schon total schön aus. Ich möchte mich jetzt erstmal ein bisschen umgucken. Der Meetingraum. Von dem Tisch in der Mitte aus können Sie Videoanrufe machen. Oder auch nur die Crew versammeln. Es ist auf jeden Fall echt eine ziemlich coole Aussicht hier gerade. Ah, okay, hier geht's runter. Okay, hier können wir jetzt aber gerade nichts machen, oder vielleicht doch? Momentan sind keine Kontaktoptionen verfügbar. Okay, aber hier könnte man theoretisch später mal was machen. Dann gucken wir doch erstmal weiter. Wir nennen das den Forschungsraum. Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Ah. Sieht ein bisschen aus wie der Forschungsraum, den Diera damals immer zur Verfügung hatte. Erinnert mich doch ein bisschen an den auf der Normandy. Was haben wir hier Schönes? Ich wage mich einfach mal rein. Wow, es ist auf jeden Fall sehr weiträumig. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall größer als die Normandy, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das sieht auch cool aus. Hier haben wir noch einen Aufzug. Ach komm, wir benutzen den einfach mal. Ah, es geht abwärts. Und gucken wir erstmal hier. Also ich glaube, das ist echt ein Schiff, wo ich mich definitiv drin verlaufen kann. Das sieht echt cool aus. Ja, ich sehe mich hier noch nicht eine Orientierung haben, aber mal schauen. Frachtsicherung und ich überprüfe, ob alles an Bord ist. Das machst du sehr gut. Es kann losgehen. Okay. Ich bin aber noch nicht bereit. Ich muss mir noch erstmal das schöne Schiff angucken. Oh, ich dachte, hier kommen wir nicht durch. Das sah gerade so rot aus. Okay. Ich verrenne mich hier gerade komplett, aber es ist alles so spannend. Das sieht irgendwie nach Medizinstation aus und das sieht ja auch cool aus irgendwie. Hi Lexi. Hallo Ryder. Verzeihung, ich muss dafür sorgen, dass wir alle Krankenakten von der Nexus haben. Kommen Sie nach dem Start vorbei, dann können wir reden. Okay, alles gut, das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Und ich wüsste echt gern, wie es meinem Bruder geht. Das sieht auch mal verdammt cool aus. Oh, wir können sogar was machen. Aha. Investieren Sie Credits, um Ryders Fähigkeiten zurückzusetzen. Verstehe. Oh, das finde ich auch sehr praktisch, falls man dann doch mal irgendwie ein bisschen blöd skillt oder so. Und ich habe gesehen, dass hier noch ein Datenpad liegt. Sie schaffen das. Sie brauchen keinen alten Mann, der einige hundert Jahre jünger ist als Sie, der Ihnen sagt, dass Sie für diese Sache bereit sind. Ich sage es trotzdem, weil ich weiß, dass es wahr ist. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihres Ryder? Und ich mache dasselbe mit meinem. Ich bin gerade irgendwie dezent verwirrt. Harry. Wer ist Harry? Okay. Gucken wir mal weiter. Hier sind immer so viele Wege gleichzeitig, aber da waren wir schon. Hier schläft der Großteil der Crew. Ah. Gemütlich, was? Quartier. Aber in Ihrem Zimmer ist die Aussicht besser. Yay, Steine. Okay. Aha, cool. Ja, auf mein Zimmer bin ich auch schon gespannt. Oh, so viel, was man machen kann. Will einer mit mir eine Couch schleppen? Im Moment nicht, aber sie bleiben auf meiner Liste. Vor allem, wenn sie biotisch sind und das Gewicht reduzieren können. Ich zahle später im Bier oder was auch immer wir finden. Hm. Ist das Ihr Ernst? Ich scherze niemals, wenn es um bequeme Sitzmöbel geht. Okay, hier können sie sich so miteinander unterhalten irgendwie.
Willkommen auf Ihrem neuen Infoboard. Glückwunsch, Pathfinder Wilder, zur erfolgreichen Installation Ihres Infoboard Version 3.4. Sie können jetzt sich selbst und Ihre Crew über die aktuellsten Entwicklungen an Bord der Tempest auf dem Laufenden halten. Okay, ich habe für jeden ein Nutzerkonto eingerichtet. Viel Spaß damit. Das ist aber nett von ihr. Das wäre cool, wenn man jetzt hier wirklich so Sachen reintippen könnte und die würden dann passenderweise darauf antworten. Das hätte ja irgendwie was. Aber das wäre dann doch ein bisschen zu krass. Okay, hier haben wir Badezimmer. Können wir die Toilette benutzen? Nein, natürlich nicht. Können wir die Dusche benutzen? Auch nicht, schade. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich irgendwie immer zuerst hinrennen soll. Okay, da waren wir. Können wir hier die Leiter hoch? Ja, theoretisch schon. Aber hier ist noch eine Küche. Ach cool, was gibt's denn Schönes? Nichts. Hatte wieder niemand Lust zu kochen und Hauptsache hier liegt erstmal eine Waffe auf dem Tisch. Warum nicht? Achso. Das geht nicht automatisch. Hallo, Wider. Bitte einmal da vorstellen. So. Wir müssen ja nicht immer den Aufzug benutzen. Wir können ja hier auch schön zu Fuß gehen. Und da ist die Brücke. Da möchte ich nicht hin. Noch nicht jedenfalls. Ah, hier ist auch Liam. Das Equipment hier ist der Wahnsinn. Hallo? Rede mit mir? Wir scheinen zwar ständig in Eile zu sein, aber für ein neues Spielzeug ist immer Zeit. Besonders dann, wenn es nützlich ist. Ist es das denn? Oh ja, das ist es. Vor allem, wenn Sie irgendwas von Habitat 7 mitgebracht haben. Rohmineralien, Tech, was auch immer. Die Forschungsstation wird das Zeug zerlegen und Ihnen neue Möglichkeiten bieten. Ich glaube, ich habe gerade mal Eisen oder so mitgebracht und das war's dann auch schon. Neue Möglichkeiten sind gut. Wir brauchen mehr davon. Für uns alle. Tja, dann können sich alle wirklich glücklich schätzen. Diese Tech ist der Hammer. Und ganz ehrlich, es gibt doch nichts Besseres als Sachen, die man selbst hergestellt hat, oder? Probieren Sie es mal aus. Och, du Heilige. Auch das noch. Wow, was man hier alles machen kann. Forschung. Wählen Sie Forschung, um mit Forschungsdaten neue Baupläne und Verbesserungen freizuschalten. Wählen Sie Entwicklung, um neue Objekte und Upgrades anzufertigen. Oh Gott. Okay. Aha. Können wir das jetzt irgendwie... Was können wir denn genau machen? Warum sind die... Achso, nee, die sind weiß, weil ich drauf war. Haben wir denn hier... Kannst du mal irgendwie hier weggehen? Das nervt dezent. Haben wir hier irgendwie ein Scharfschützengewehr? Obwohl Schrotflinte ist ja auch mal gut. Was ist denn das hier alles? Okay, was ist, wenn ich das jetzt wähle? Ich glaube, wir können halt einfach Dinge tun. Ich bin noch ein bisschen überfordert hier. Erforderliche Stufe 5. Okay. Können wir was machen? Ich glaube, das muss ich mir mal irgendwie in Ruhe angucken. Hier blicke ich noch nicht so ganz durch. Entwicklung können wir uns ja noch mal kurz angucken. Aha. Okay. Hier brauchen wir auch so ein paar Materialien, nicht Mineralien. Das haben wir, da haben wir auch genug. Wir haben eigentlich von allen genug. Das könnten wir doch machen, oder? Entwicklung starten. Sind Sie sicher, dass Sie das Projekt Pathfinder Deep Impact 1 entwickeln möchten? Es wird Ihrem Inventar hinzugefügt und kann über Ausstattungsterminals ausgerüstet werden. Wir könnten das sogar umbenennen, aber... nö, ich lasse das einfach mal so. Yay, wir haben irgendwas entwickelt. Aha, keine Baupläne verfügbar. Das war's dann auch schon. Mehr geht anscheinend nicht mehr. Gut. Wir haben eine Menge Sachen verballert gerade, wie es aussieht. Ja, also da muss ich erst noch ein bisschen durchblicken, ehrlich gesagt. Aha, hier können wir dann immer dran forschen, wenn wir denn möchten. Und hier ist noch ein Kiosk. Können wir Sachen kaufen und verkaufen. Ja, das gucke ich mir, glaube ich, auch mal lieber in Ruhe offscreen an, was ich da denn verkaufen möchte. Jetzt möchte ich mich erstmal... gerne lieber ein bisschen weiter umgucken. Achso, jetzt sind wir wieder hier oben, ne?
Hier haben wir ja gestartet. Oder hier sind wir gestartet. Ich versuche nur langsam so ein bisschen eine Orientierung zu bekommen. Hey! Was möchtest du? Wir haben schon miteinander geredet. Einmal reicht. Unser Tech-Labor ist der Traum jedes Ingenieurs. Perfekt für diffizilste technische Arbeiten aller Art. Ja, hier waren wir noch nicht. Das ist wirklich ein Traum für Ingenieure. Für mich ist es eher die reinste Überforderung. Okay, also wir haben hier das. Nee, nix, hey. Und das, also so Forschungsebene, sag ich mal. Er nervt so ein bisschen. So. Irgendwie Angst, dass ich noch irgendwas übersehen habe. Deswegen gehe ich nochmal kurz runter. Hui. Schön, sie runterrutscht. Also. Ich habe nämlich zum Beispiel mein Quartier noch gar nicht gefunden. Fällt mir gerade mal auf. Oh. Das ist das Quartier des Pathfinders. So schnell kann es gehen. Sams Router ist auch da unten. Sehr gut. Kleidungs- und Panzerungsanpassung. Im Garderobenbildschirm ihres Quartiers können Sie Ihr Freizeitoutfit wechseln oder Ihre Panzerung anpassen. Okay, da werden wir auch gleich mal gucken. Hier haben wir die Garderobe. Das sieht cool aus. Das hätte ich auch gern zu Hause. Okay, so sieht es dezent verschwommen aus, aber von vorne sieht es echt cool aus. Und das Bett ist schön. Ich kann ja mal Musik anmachen. Okay, wir haben sehr viel Musik. Das klingt ja schon mal ganz interessant. Es wäre schön, wenn man noch ein bisschen anders hier durchwechseln könnte. Aha. Ich weiß gar nicht, wie viele Lieder es hier gibt. Ja, das ist doch auch sehr schmissig. Können ja mal alle kurz mal ein bisschen anhören. Oh ja, das ist sehr entspannt. Okay. Wie viel haben wir denn hier noch? Ach so, so. So hat er sie jetzt wegmarkiert. Ich weiß gar nicht mehr. Wo waren wir denn zuletzt? Waren wir hier? Okay, das haben wir auf jeden Fall noch nicht. Das fehlt noch. Alles klar. Ja, ich würde sagen, nehmen wir einfach das erste. So. Und die Aussicht ist so schön. Ich möchte auch so ein Quartier haben. Hier können wir gerade nichts machen. Vielleicht später mal. Wer weiß, wer weiß. Aha. Ja, auf jeden Fall ein richtig schönes Quartier. Hätte ich auch gern. Da kann man ja richtig neidisch werden. Vor allem, wenn man das jetzt mal vergleicht, was die anderen für so ein Mini-Quartier hatten und wir haben hier so eine Loft. Okay, ich werde mich erstmal umziehen. So, wir haben jetzt Kurzärmel. Wir könnten auch lange Ärmel machen, aber wir könnten auch eine Jacke anziehen. Oh, das sieht doch mal cool aus. Mit sexy Lederhandschuhe. Farben können wir auch anpassen, sehe ich gerade. Oh Gott, das sind schon wieder so viele Farben. Ja, ich hätte gerne irgendwie rosa. Natürlich Babyrosa, was sonst? Das ist schon mal die erste Farbe, aha. Es wäre schön, wenn man das jetzt hier so übertragen könnte, weil ich weiß gar nicht, wie ich das gerade hingekriegt habe. Okay, das ist eh die Farbe, die würde ich sowieso weiß lassen. Und hier kommen wir auf rosa. So. Oh Gott, ich werde nie wieder dieses rosa hinkriegen. So viel steht fest. Oh, pink wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ach du Scheiße. Ja, das geht aber auch so ein bisschen hellrosa, ne? Aber ich krieg das andere nicht mehr hin. Das ging ja mehr so in diese Richtung. Ja, wir kommen der Sache schon mal näher. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ja, ich glaube, besser kriege ich es jetzt gerade erstmal nicht hin. Das bestätigen wir so. Und dann gehen wir. Yay! Natürlich muss es Babyrosa bei mir sein. Wer sich so meinen rosa Kanal anguckt, weiß, dass es gar nicht anders sein kann. Weil ich sagen muss, dass ich das Hellblau eigentlich auch
ganz schön fand, diese standardmäßige Hellblau. Oder Mintfarben würde ich auch toll finden. Aber wir lassen sie jetzt in Rosa. Und hier war auf jeden Fall noch etwas, was wir machen können. Mit Sam reden, das machen wir, glaube ich, mal zum Schluss. Erstmal Sonderlieferungslager. Gucken wir uns mal an. Ah, wir haben einen Helm bekommen und Schrohfinde und, oh Gott, ja, alles Mögliche. Nomad-Lackierung, aha. Warte mal, waren da jetzt eigentlich auch Klamotten bei? Ich konnte das so schnell gar nicht lesen. Wir gucken nochmal kurz rein. Tatsächlich, wir haben einen Hoodie noch. Der ist eigentlich auch ganz cool. Den finde ich auch ganz schön. Sollen wir kurz die Jacke sehen? Ah, das sieht so cool aus, ne? Ich muss das mal kurz auf mich wirken lassen hier. Ich habe, glaube ich, nicht gespeichert. So. So wollte ich es eigentlich. Ja, eigentlich auch ganz schön. Das ist mehr so. Wirklich so ein Chiller-Outfit, ne? Das sieht richtig chillig aus. Ach, lassen wir das ruhig mal. Oder? Ich bin unentschlossen. Ah, ich bin so unentschlossen. Ich möchte nochmal die Jacke sehen. Das sieht einfach zu cool aus. Ne, wir nehmen die Jacke. Die ist cooler. Das andere ist so Gammel-Outfit einfach. So. E-Mails haben wir vielleicht auch bekommen. Von Pyak, oder wie man ihn ausspricht. Nee, Quatsch, das ist einfach nur der Titel. Pyak. Von Herrick haben wir das bekommen. Pathfinder, es war großartig, Ihnen zu begegnen. Sie sind ja ebenfalls am Abenteuer Wissenschaft interessiert. Könnten Sie uns vielleicht bei einem Experiment helfen? Wir haben hier einen interessanten Burschen auf der Nexus. Einen jungen Pyak, zu den Menschen manchmal Weltraumaffen sagen. Er ist Teil einer Studie darüber, wie verschiedene Spezies sich an das Leben an Bord eines Schiffs anpassen. Wir hoffen, dass Sie ihn vielleicht auf die Tempest mitnehmen können. Sie können ihn jederzeit im öffentlichen Bereich der Nexus abholen kommen. Keine Sorge, er ist sehr friedlich und seine Routine ist simpel. Kein Essen nach 23:59, nicht baden oder duschen und nicht zu lange der Sonnenstrahlung aussetzen. Professor Herrick. Ja, ich erinnere mich, dadurch, dass ich die Deluxe-Version gekauft habe, kriegen wir ein kleines Äffchen. Das habe ich ehrlich gesagt schon wieder verdrängt. Können wir bestätigen. Und von Carrie Tivessa, wenn man es so ausspricht, haben wir auch eine E-Mail bekommen. Hallo Pathfinder, ich bin eine unabhängige Dokumentarfilmerin und könnte bei meinem aktuellen Projekt wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Es wird von historischer Bedeutung sein, hoffe ich, genau wie Ihre Mission. Können wir uns in einem Gespräch auf der Nexus treffen? Dann kann ich Ihnen alles viel besser erklären. Okay, das können wir archivieren. Und wir haben jetzt auch das als Aufgaben bekommen. Achso, ich wollte noch mal eben kurz schauen. Genau, wir sollen ja auf die Brücke gehen. Aber wir haben ja viele neue Aufgaben bekommen. Hier haben wir nur das mit dem Mörder. Auf der Tempest selber, aha, in der Andockbucht sollen wir das holen. Das können wir ja mal eben schon mal aktivieren. Und ansonsten haben wir das neu. Genau, mit Carrie treffen. Das waren jetzt die beiden E-Mails. Hier sind nur die abgeschlossene Mission. Achso, das war eine Aufgabe, habe ich gar nicht so wirklich wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ja, das würde ich mal sagen. Wir holen uns auf jeden Fall noch das Äffchen. Und treffen uns mit... Ich habe den Namen von ihr vergessen. Mit der Person aus der E-Mail. Und dann werden wir erst auf die Brücke gehen. Aber jetzt reden wir erstmal mit Sam. Meine Verbindung von der Hyperion zur Tempest. Die Nexus bestätigt, dass wir Startfreigabe haben. Okay, alles klar. Und da haben wir noch ein schönes Modellschiffchen stehen. So, ich bin mal gespannt. Und wo war eigentlich der Fahrstuhl? Nur mal so aus Prinzip. Der war doch direkt hier, glaube ich. Ich musste mich irgendwie noch ein bisschen rausfinden, wo überhaupt genau die Andockbucht ist. Aber ich glaube... Ich glaube, bam. Gegen die Fensterscheibe. Sackgasse. Ich glaube fast.
Dass wir in dieser Richtung müssen. Warte mal. Ja. Theoretisch. Okay, hier war das. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie wir dieses Schiff verlassen können. Wo es hier rausgeht. Ich muss mal kurz ein bisschen suchen. Hier hatten wir... Achso, ja genau, da ist der Kern. Dann fahren wir nochmal kurz hoch. Aha, hier können wir rein. Hier waren wir ehrlich gesagt auch noch nicht. Hier können wir auch noch reden. Das machen wir einfach mal eben. Hallo. Können wir später reden? Ich muss noch einige Anpassungen in letzter Minute vornehmen. Natürlich. Ist bereit, wenn Sie es sind. Ja, das ist okay. Und hier sehen wir das nochmal so richtig schön in voller Größe. Okay, hier können wir sonst nichts machen. Wir sind fast unterwegs. Endlich. Yay. Hallo, ich muss nur noch diesen Download von der Nexus abschließen. Okay. Es wird alles für den Start bereit sein. Dann mach das mal. Ich gehe immer noch mein Äffchen suchen. Und hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Das sieht sogar ganz gut aus. So langsam könnte das... Nee, nix, hey. So langsam könnte das ja ein Ausweg sein. Ah. Ist das jetzt auf der Brücke? Ich wollte da noch nicht hin, eigentlich. Naja, solange ich noch nicht losfliegen muss... Flugvektor ist festgelegt, Nexus-Kontrolle. Ah, ich sollte mich vorstellen. Hallo, Jeff, und Sie müssen Ryder sein. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und Sie kennenzulernen, natürlich. Ich werde die Tempest auf Ihre Befehle hin steuern. Sie ist ein wundervolles Schiff. Trotzdem brauchen wir einen Pathfinder, der uns durch Helios führt. Ja, okay. Da draußen sind viele Gefahren, aber ich tue mein Bestes, um sie zu umgehen. Das ist beruhigend. Ich würde nur ungern meine beste Arbeit an diese wütende Wolke verlieren. Ich war Testpilot für die ersten Prototypen der Tempest. Mir juckt es in den Fingern, sie da draußen in Aktion zu erleben. Also, wie die Konsole synchronisiert sich mit ihrem Implantat. Sie müssen nur wischen und hier ein Ziel berühren. Das NAV-System berechnet dann alles. Äußerst effizient. Es wurde für einen Pathfinder optimiert. Vorkehrungen sind abgeschlossen. Bereit? Kann man für sowas Großes überhaupt bereit sein? Ich bin nicht bereit. Warum gibt es diese Antwort nicht? Oh Gott. Allein die Reise nach Andromeda war schon ein großer Schritt. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Steuerungszugriff wurde erfolgreich übertragen. Die Wissenschafts- und Überwachungsstationen sehen gut aus. Lexi gibt grünes Licht. Das Steuer ist frei. Gil meldet, der Antriebskern ist online. Es ist soweit, Ryder. Die Tempest gehört Ihnen. Möchten Sie vielleicht noch etwas sagen fürs Logbuch? Ich möchte sagen, dass ich noch nicht bereit bin. Ich will jetzt hier nicht weg. Ich wollte eigentlich nur meinen Affen holen. Das Symbol sah so aus, als wäre er irgendwo hier, aber warum? Ja. Brücke ist nicht gleich Andockbucht. Ich weiß. Aber ich habe einfach keine Orientierung. Was nehmen wir denn? Das wäre ja auch richtig blöd, ne? Nehmen wir einfach das jetzt. Wir alle hofften auf eine goldene Welt und wurden enttäuscht. Aber halten Sie an diesem Traum fest. Wir können ihn wahrmachen. Nexus-Kontrolle, hier spricht die Tempest. Identifikation 2527, bereit zum Start. Ich bin nicht bereit. Kann ich wieder zurück? Abflugvektor bestätigt, Tempest. Viel Glück, Pathfinder. Danke.
Tja, und weg sind wir. Das war's mit dem Äffchen. Nach Eos. Das wäre unser Habitat 1 gewesen. Zwei gescheiterte Außenposten haben dieser Idee ein Ende bereitet. Vielleicht können wir das Blatt wenden. Callow, bringen Sie uns hin. Okay, das sieht cool aus. Also hier haben wir dann unsere Hauptmission in Eos. Hier wurde uns gerade noch das mit dem Äffchen angezeigt. Das hat dann natürlich auch die Hauptmission umgewechselt. Ich möchte aber gerne hier bleiben einfach. Denn ich möchte mein Äffchen haben. Oh Gott, was ist nur los? wir haben hier mehrere Anomalien. Das ist sehr schön. Aber ich möchte einfach wieder... Ich möchte einfach da bleiben, wo ich bin. Geht das vielleicht? Genau. Andockbucht. Klingt gut. Denn wir haben hier noch die Aufgaben Affen im Weltall. So. Auf jeden Fall ist das schön, das mal hier so von jeder Perspektive aus sich anzugucken. Das sieht recht cool aus. Aber wir möchten bitte von Bord gehen, ja? Mann, war das ein langer Flug. Aber die Flugsequenzen gefallen mir schon mal echt sehr gut. Und auch die Galaxiekarte finde ich eigentlich relativ übersichtlich noch. Also, ja, finde ich wirklich gut gemacht. So, da sind wir wieder. Wir haben keine schöne Welt gefunden. Alle Welten sind scheiße. Nein, natürlich nicht. So, hier können wir zurückgehen. So, jetzt muss ich nochmal, glaube ich, die Quest wieder wechseln. Oh Gott, wo war denn das mit dem Äffchen? Genau. So. Das wollte ich haben. Und das gibt es anscheinend irgendwo da hinten. Ich kriege das schon noch hin. Huch. Na klar, immer doch. Ach so, genau. Das ist die andere Aufgabe, die ich machen wollte. Mit der Journalistin reden. Gut, dann können wir das direkt hier abfrühstücken. Carrie Tavassa, selbstständige Dokumentarfilmerin. Das ist Hakim, mein Produzent. Ich könnte ihre Hilfe brauchen. Worum geht es denn? Direktor Tan hat mich um eine aufbauende Dokumentation über die Initiative gebeten. Im Klartext, ich soll unsere Probleme mit Regenbögen übermalen. Aber unsere Probleme sind nun mal auch unsere Geschichte. Die Leute verdienen die Wahrheit und keine Propaganda. Aber die Wahrheit könnte ihnen Angst machen. In einer Krise ist Hoffnung aber vielleicht wichtiger als schmerzhafte Wahrheiten. Das war auch Tans Argument. Aber wem hilft es denn, wenn wir so tun, als wäre alles in Ordnung? Das Herzstück meiner Dokumentation wird eine Interviewreihe sein. Ich hatte gehofft, sie würden sich dafür zur Verfügung stellen. Ich will die schmutzige, blutige Wahrheit unserer Geschichte, nicht das angenehme Märchen, das Tan vorschwebt. Und? Interessiert? Fragen wir erstmal das hier. Es macht Ihnen nichts aus, dem Direktor der Initiative auf die Füße zu treten? Was soll er denn machen? Uns Gelder streichen, die wir sowieso nicht bekommen? Ich jedenfalls gehe das Risiko ein. Sie auch? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube im Moment nicht. Ein andermal. In Ordnung? Natürlich. Wenn jemand wirklich viel zu tun hat, dann Sie. Wir werden einfach eine Weile lang technische Schwierigkeiten haben. Ich glaube... Die Leute sind noch nicht bereit für die harte Wahrheit. Warten wir damit einfach noch mal ein bisschen. Und holen uns jetzt endlich mal unser Äffchen. Oh, ich dachte, ich passe da durch. So. Hey. Wer möchte denn jetzt schon wieder was? Gemischtwarenhändler. Ach, cool. Wir sollten auch bei Gelegenheit mal die ganzen Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen. Aber wie gesagt, ich denke, das werde ich alles offscreen machen. Das wird sonst ein bisschen zu lang fürs Let's Play. So. Na, mein kleiner Pijack, bist du bereit, Andromeda zu entdecken? Sam, kannst du bitte Cash benachrichtigen? Sorg dafür, dass unser neuer Freund auf die Tempest gebracht wird. Verstanden. Aha, okay. Man spricht das Ding also Pijack aus und nicht Pijack. Das muss man ja auch erstmal wissen.
guck mal, wie schön belebt hier auf einmal alles ist, ne? Mit der haben wir ja ganz am Anfang gesprochen, wo hier einfach tote Hose war. Und jetzt kommen wir hier jetzt durch, oder? Nee, immer noch nicht. Aber das macht nichts. Ich freue mich schon, dass hier jetzt alles so schön belebt ist und das sieht doch so cool aus, wie unser Schiff da einfach steht und auf uns wartet. Ich finde das echt schön gemacht. Ja, wir können natürlich, wir hatten das hier gerade als Aufgabe, wenn wir an ihr vorbeikommen, nochmal mit ihr reden, ne, mit der Carrie, aber ja, ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ich überlege mir das, glaube ich, noch bis zur nächsten Folge. Jetzt möchte ich erstmal zurückkehren und mein Äffchen begutachten. Galaxiekarte. Werden wir jetzt noch nicht uns angucken. Also beziehungsweise wir haben sie uns ja schon angeguckt, aber wir werden jetzt erstmal noch nicht wieder darauf zugreifen. Sind hier noch andere E-Mails? Nein, da sind keine. Okay, irgendjemand möchte mich sprechen. Das ist sehr schön, aber jetzt möchte ich dann doch endlich mal meinen Affen sehen. Hey, einfach aus Prinzip. Sie mal ins Biolabor kommen? Wow, so viele. So viele Dinge, so viel zu tun. Und Liam steht nicht mehr hier. Aha. Ah, ich erinnere mich. Nicht in der letzten Folge, aber in einer der letzten Folgen irgendwann haben wir das hier gemacht. Und das ist jetzt tatsächlich abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt vielleicht eine andere Mission machen, weil die Leute wieder dafür vorhanden sind. Das heißt, wir können jetzt wieder ein Einsatzteam schicken. Wow, das dauert dann sogar noch länger. Starten wir die Mission einfach mal. Habt ihr das jetzt schon gemacht? Ja, es läuft schon. Natürlich können wir das auch im Multiplayer machen, aber das werde ich auch irgendwann vielleicht mal bei einer anderen Mission offscreen dann machen. So, hi Effian. Der sieht ja echt mal cool aus. Ups. Sieht aus, als wäre unser Pijack-Freund aus seinem Käfig entkommen. Naja, ihm wird schon nichts passieren. Und ein bisschen Bewegung kann vermutlich nicht schaden. Interessant, der sieht überhaupt nicht wie so ein Affe aus. Der sieht, wenn überhaupt, ein bisschen wie ein zu dünn geratener Chinchilla aus. Er hat auf jeden Fall was, ja. Nett haben sie es hier. Oh. Saubere Luft, Pflanzen. Das hilft mir beim Denken. Beschäftigt sie etwas? Vielleicht. Okay, ganz ruhig. Macht Ihre Biotik das immer, wenn Sie vielleicht gestresst sind? Alles im Griff. Ich bin okay. Normalerweise passiert mir das nicht. Eine Jägerin sollte sich besser unter Kontrolle haben. Eine Jägerin? Ein anderes Wort für eine Asari-Elite-Soldatin. Ich war eine, vor der Initiative. Manche Dinge wirst du einfach nicht los. Wie den Verlust des alten Mannes. Okay. Wie kommt eine menschliche Soldatin zu den Asari? Wenn sie beweisen, dass ihre Biotik einen Truppentransporter in Stücke reißen kann, werden die Leute nervös. Komisch eigentlich. Die Allianz hat mich dann rasch zu einem speziesübergreifenden militärischen Programm versetzt. Nach Tessia, zu einer Jägerinneneinheit. Einer der wenigen Orte, wo meine Kräfte willkommen waren. Ihr Vater hat einen weiteren geschaffen. Ja, kannten Sie meinen Vater eigentlich gut? Sie waren seine Stellvertreterin. Waren Sie auch Freunde? Er war eher ein Mentor als ein Freund. Klar, er war ein mürrischer alter Bastard, aber damit konnte ich leben. Die Leute behandeln Genies, als wären sie aus Glas. Mir war egal, wie klug er war. Und ich glaube, das hat ihm gefallen. Ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber ich kann ziemlich gut zuhören. Ich hoffe, als Pathfinder sind Sie ebenso gut. Als ich sagte, ich würde Ihnen nicht im Weg stehen, war das ernst gemeint. Aber ich habe mich als rechte Hand Ihres Vaters jahrelang vorbereitet. Und dann wählt er Sie aus. Ein untrainierter Pathfinder soll so ein Chaos in Ordnung bringen. Was zum Teufel hat er sich dabei gedacht?
Wird das ein Problem, Cora? Ich will keine Konkurrenz. Nur Antworten. Es ist, wie es ist. Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, ihnen zur Seite zu stehen und die Mission ihres Vaters am Leben zu erhalten. Vielleicht bekommen wir dann alle das, weshalb wir hergekommen sind. Ja, sie ist natürlich schon ziemlich verärgert darüber und ich kann es auch irgendwie so ein bisschen verstehen. Was hat sie nach Andromeda geführt? Meine Biotik. Dass ich denke wie eine Asari-Jägerin. Ich hatte nie ein Zuhause. Ich war nie mehr als ein nützlicher Freak. Die Initiative machte den Eindruck, anders zu sein. Und sie wird anders sein, falls diese Mission Erfolg hat. Also werde ich dafür sorgen. Hier ist es schön ruhig. Und ich kann mich um die Pflanzen kümmern, während ich arbeite. Als erstes müssen wir rausfinden, ob es Neuigkeiten über die Arche der Asari gibt. Ihr Wissen würde uns definitiv weiterhelfen. Wenn Sie reden wollen, ich bin hier. Was ist das denn jetzt für eine komische Ansicht hier? Huch. So. Ja, wir werden bestimmt auch später nochmal mit ihr reden. Oh, Äffchen. Äffchen? Äffchen. Er gibt auf jeden Fall coole Geräusche von sich. Und mit dem Ausblick auf diesen Affen beende ich jetzt die Folge. Denn sie ist doch ein bisschen länger geworden als sonst. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.